Hallo und herzlich willkommen, wir freuen uns von ihr Games. Wir spielen weiter Star Wars Outlaws. So, wir wollen uns jetzt mit der Kontaktperson von Gedeck treffen. Im Schattental, in den Karawa-Ausläufer. Und ich weiß nicht, ob wir da noch so gut spielen können, aber es muss eigentlich gehen. Yes, Mann! Alter, jetzt geht's hier unten gut ab. So, ich frage mich gerade nur, ob wir hier richtig unterwegs sind. Warte, wie müssen wir denn hin? Was sind da noch? Okay, also wir könnten hier um die Ecke noch und dann. Genau, hier platzieren wir uns den Wegpunkt. So, jetzt kommt hier eine kleine Kurve. Ach, jetzt bin ich da, wo ich schon mal gewesen bin. Okay. So, warte. Hier kommen wir ja nicht durch. Hä, verdammt nochmal, wie soll ich denn da jetzt hin? Okay, tatsächlich über den Weg hier. Okay. Ja, durch einen kleinen Trick war ich hier schon mal, aber wurde wieder hier zurückgesetzt. So, jetzt gerade habe ich keinen Plan. Okay. Warte. Ich glaube, der ist da oben. Ja, ich kann mir vorstellen, dass er hier ist. Hä, ist nach unten? Zuverlässig, ja? Wo sind die denn alle? Oh, da ist jemand unsanft gelandet. Okay, was passiert jetzt? Alter, was ist denn jetzt hier los? Digga. Was denkt Gedeck sich dabei?
Nein, ich will da nicht zurück. BTR. So, das müssen jetzt alle gewesen sein. Oh mein Gott. Geht es dir gut? Ernsthaft, Gedick? Du bist der Letzte, von dem ich dachte, er arbeitet für die Rebellen. Du kannst froh sein, dass er das macht, sonst wärst du jetzt tot. Die Viper-Droiden werden immer aggressiver. Wir müssen unseren Angriff starten. Angriff? Du wirst dich in die Basis schleichen, während mein Team einen Weg freisprengt, um das Päckchen rauszuholen. Klingt nach Spaß. Nur, als ich das letzte Mal mit Rebellen gearbeitet habe, bekam ich ein Todesmal. Rettet die Galaxie selbst. Ich gehe. Ich wusste, auf die ist kein Ver... Hey, bitte. Das funktioniert nur mit dir und den Rebellen. Ich habe gesagt, ich helfe dir, aber ich lasse mich nicht in einen Krieg verwickeln, der mich nichts angeht. Dieser Krieg geht jeden an. Vergiss mal die Rebellen, Kay. Eine Menge Leute werden wegen meiner Entscheidungen verletzt. Du suchst einen Droidenschmied? Das ist die Bedingung. Ich muss los. Lass mich bitte nicht hängen. Ich hoffe, ihr meint das mit dem Fluchtweg ernst. Ich weiß nicht, wie sowas in der Unterwelt läuft. Aber wir lassen unsere Leute nicht zurück. Du hast keine Ahnung, wer zurückgelassen wird. Die Basis ist in einem Canyon westlich von dir. Wenn du in die Richtung gehst, solltest du sie irgendwann finden. Verstanden. Irgendwann. Alles klar. Soll ich da jetzt hingehen oder hin gleiten? Bereit, nix. Ist das hier? Okay, das ist die Siedlung. Okay, da ist es. Okay. Ja gut, dann machen wir das mal. Ich habe eine persönliche. Oh, ja, gut, klar. Was hat es mit dem Casino-Chip auf sich, den du immer dabei hast? Ich nehme an, dass du ihn nicht setzen willst. Oh, das ist, das Letzte, was meine Mutter mir gegeben hat, als ich ein Kind war. Ein Andenken? Eine Erinnerung, dass Nitz und ich auf uns allein gestellt sind. Das war's schon. Ja. Okay. Wir können den Angriff jederzeit starten. Bist du in Position? Noch nicht. Na dann beeil dich mal. Und löse in der Basis keinen Alarm aus. Wir brauchen das Überraschungsmoment. Ah, warte Taifun mal. Ich bin mal wieder durch, vielleicht. Taifun-Staffel. Das ist doch die Witz, oder?
Da komme ich nicht durch? Okay. Ah, warte, warte. Okay, ja. So, dann kommen wir jetzt zu unserer nächsten Stealth-Action hier. Ich habe ein paar heftige Nächte in der Kantine verbracht. Ich muss den Messerdampf verlassen. Ist hier jemand? Mit diesen neuen Lothal-Gleitern eine Runde zu drehen. Also, wir können mal folgendes versuchen. Kein Verstecken mehr! Scheiße. Okay, jemand ballert noch auf mich. Oh, das war jetzt. Ich gehe mit diesen Ionenstrahler da drauf. Oh mein Gott, wie dumm ist denn sowas bitte? Das hat der Safe so gut geklappt. Alles klar. Patrouille die ganze Nacht. Da werde ich ordentlich Kraft brauchen. Oh, verkrüppelt. Nichts als Ärger. Alles klar. Hier ist alles ruhig. Oh shit, da ist einer. Den haben wir gleich. In einer Stunde gibt es eine Übung. Ja, ich soll ja keinen Alarm auslösen, also werde ich hier nicht so mega viele rumballern. Wahrscheinlich. Also ich muss irgendwie versuchen, die Dinger auszumachen. Die Frage ist halt wie. Okay, da ist was, warte, warte. Ja.
Hey, halt das mal offen. Wie will er denn da jetzt hin? Ah, okay. Okay, das war die Lösung für dieses kleine Problem. Los, Kenny, geh hoch. Gedick, ich bin drin. Gut, folge dem Tunnel. Er führt dich zum Abhörposten, wo auch das Verteidigungssystem ist. Wir müssen es vor dem Angriff abschalten. Hast du was, Kleiner? Ah, warte, hier ist auch noch was. Geht's nicht weiter? Umgebungsabtastung zeigt grün und die Truppen sind in Alarmbereitschaft. Ausgezeichnet. Wenn die Rebellen wieder auftauchen, werden sie ihr blaues Wunder erleben. So, kann ich hier irgendetwas drücken? Einfach irgendwelche Knöpfe? Das ist ein bisschen schade. Einfach mal irgendwie, keine Ahnung, alles hier kaputt fahren. Oh mein Gott. WTF. Alles klar, nicht mein Sektor, nicht mein Problem. Das mal an. Zum Angriff nix. Ich habe gehört, dass wir bald. Das zum. Ich bin da! Was ist da los? Nichts Ungewöhnliches. Merkwürdig. Aktiviere den Schild! Oh, Scheiße! Die lassen einfach nicht nach! Das war's! Jetzt gehen die in diese Richtung. Warum muss ich mich den ganzen Tag mit Verbrechern rumschlagen? Hier ist alles ruhig. Was war das? Wir haben ein Problem, Kumpel. Scheiße, aber auch noch. Nein, nein, nein. Bewegung! Vorwärts! Ich rufe Verstärkung! Nein, machst du nicht, du Affe! Die lassen nicht locker! Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Unterdrückungsfeuer. Okay. Aber ich weiß schon, dass es da oben. Ich muss halt aufpassen. Der eine Typ steht da schon so dumm. WTF. Ich habe immer noch Narben von damals, als ich in einen Krater gestürzt bin. Ah. Halte die Frequenz frei. Du störst die Kommunikation. Na gut, Max. Ich hol sie dir. Das wird hart, Nick. Oh nein! Nicht bewegen! Mist!
Solange die mich nicht sehen, ist, glaube ich, alles gut. Seht euch weiter um! Nix! Fass! Was zum? Halte durch! Kommt das von uns? Das müssen wir über... Da drüben! Schalten wir den Alarm ab. Lass es nicht entkommen! Du machst mehr Übungen, ich gehe weiter auf Patrouille. Alles klar. Zurück auf Position. Wie bitte? Ich glaube, mein Funkgerät ist kaputt. Alles klar. Los in rein. Okay, die gehen weg. Alles ruhig. Sieht ruhig aus. Ich gehe weiter. So, habe ich das jetzt... Was soll ich jetzt hier machen, Digga? Kamera reaktivieren. Sektorstatus unverändert. Sektor gesichert. Auf Jakar ist mein Trupp mal in heftiges Artilleriefeuer geraten. Aha. Nix. Geh zu dem Terminal. Balawagen schon an mir vorbeigerauscht sind. Sieht dieser Teil der Basis so anders aus? Der Teil gehört dem Imperialen Sicherheitsbüro. Höchste Sicherheitsstufe. Pass auf, von denen willst du dich nicht erwischen lassen. So, da komme ich wieder da raus, okay.
Okay, den Typen könnten ja... Ach, verkrischt. Alles sauber. Hol sie dir, Kumpel. Ich helfe dir. Ich bin jetzt beim Abhörposten, glaube ich. Sehr gut. Schalte die Verteidigung der Basis aus. Da können unsere Freunde rein. Deine Freunde, Gedick. Kontrolliert die Umgebung. Ende. Na schön. Ha, fertig. Gut. Meine Zugangsdaten haben funktioniert. Ich bin drin. Du solltest jetzt zu mir kommen können. Ja, wo soll ich denn hin? Da. Wo bist du? In einem Wartungsraum außerhalb des Viper-Labors. Beeil dich, bevor mich jemand bemerkt. Okay, warte. Zum Geier soll ich denn jetzt hin, ey? Ich hänge hier jetzt fest. Ehrlich, das soll man sehen oder was? Oh.
Gleich sein. Gut, du hast es geschafft. Der Alpha-Druide ist in dieser Richtung. Und was jetzt? Jagen wir ihn hoch? Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir setzen die Protokolle zurück. Lassen ihn für die Rebellen arbeiten, dann dreht er den Rest der Viper-Druiden um. Das Ding muss an die 30.000 Protokolle haben. Wie willst du die alle löschen? So wie wir die Automaten im Canto Grand gehackt haben. Du willst einen Kampfdruiden mit deinem Jackpot-Hack umprogrammieren? Ach, ich nenne ihn jetzt Freiheits-Hack. Er hat neue Funktionen. Ah, oh, na sieh mal an. Da lang. Ich komme nach, wenn's sicher ist. Warte, hier ist noch eine Kiste. Sorg dafür, dass das Labor leer ist. Niemand darf uns sehen. Sauber. Ist gut. Ich komme rein. Also, wir kümmern uns um diesen Druiden, schaffen dir die Syndikate vom Hals und dann kannst du dich uns anschließen, oder? Keine Überraschung mehr. Versprochen. Typhoon-Staffel, wir sind da. Verstanden. Wir schaffen einen Ausgang. Besorg uns diesen Druiden. Du musst das Eindämmungsfeld runterfahren, Kay. Bin dran. Kraftfett ist aus. Ich glaube, deine Freunde sind da. Ich bin im System. Halte die Stromkopf von Leid. Verstärkung! Hey, ND? Ich brauche hier unten Verstärkung. Wo bist du? Ich ja, ich bin in einer versteckten imperialen Basis. In einer Schlucht. Im Dschungel. Halt einfach nach Explosionen Ausschau, ja? Wir heuern nie wieder irgendeine Kontakte an. Junge! Ein.
nicht rein. In Ordnung. Ich versuche, die Tür zu öffnen. Alles gut? Noch alles dran. Ende 5. Du machst mir Angst, Kumpel. Es ist nichts. Wir sollten weiter. Edek, wir stehen unter schwerem Beschuss. Wir brauchen deinen Wi-Fi-Droiden. Ist ja gut. Jemand muss aber bei mir bleiben, während ich die ganzen Daten lösche. Ich mach das. Okay, bring den Viper-Druiden zum Hangar. Keine Sorge, ich habe die Tür versperrt. Geh zum Hangar. Es funktioniert. Alles gelöscht, was ich finden konnte. Die benutzen meine Pläne nicht nochmal. Und du willst nicht bleiben? Na, wir werden woanders gebraucht. Ja, im Haus eines reichen Mannes. Ihr habt alle Feuerkraft, die ihr braucht. Dreht ihm nur nicht den Rücken zu. Sobald ihr aufbrecht, wird euch das Imperium jagen mit allem, was es hat. Das schaffen wir. Falls nicht, haben wir uns nie gesehen. Das Schicksal der Galaxis könnte davon abhängen. Man, ihr hört auch nie auf zu reden, oder?
wir erst im Imperium entkommen, bevor du Bewerbungen abgibst. Gut festhalten, Leute! So, Freunde, das war's dann mit dieser Episode. Wir machen in der nächsten Folge weiter. So, und ehrlich gesagt habe ich keinen Plan gerade. Genau, wir können jetzt nach Tatooine reisen. Hier kriegen wir noch Geld. Genau, Tatooine machen wir in der nächsten Folge. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo, ein Like und bis zum nächsten Mal. Ciao, möge die Macht mit euch sein.